So, wir haben hier Memos, ein Spiel aus dem Hause Yung Games, erhältlich bei Amazon. Im Prinzip ist das so, wie es kommt, erstmal noch kein Spiel, sondern ein Bastelset. Und zwar für alle diejenigen, die mal gerne sich ein eigenes Memo-Spiel bauen würden. Man bekommt in der Schachtel, sagen wir mal den Rest dazu, zuerst mal diese Holzsteine, ich betone Holz, nicht Plastik. Also es sind wie normale Memo-Kärtchen, aber aus Holz, schön stabil, schön grippig, etwas dicker als normale Memo-Kärtchen. Dazu gibt es dann Aufkleberbogen, diese hier. Diese Aufkleber sind erstmal unbedruckt natürlich, zum direkt abziehen und auf die Steine aufkleben. Man kann die sich im handelsüblichen Inkjet oder Laserdrucker bedrucken. In der Anleitung ist auch noch ganz genau erklärt, wie man die Abstände einrichten muss, damit das Ganze am Ende funktioniert. So, Entschuldigung. Das heißt, man druckt sich die Bilder einfach hier drauf und bastelt sich auf diese Art sein eigenes Memo-Spiel. Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus. Ich mache hier die Bilder. So. Und zusätzlich sind dann in der Anleitung auch noch einige weitere Ideen vorhanden. Wir haben jetzt hier schon mal einige Steine beklebt. Hier sind noch ein paar Bogen mit bedruckten Aufklebern, die noch nicht aufgeklebt wurden. Hier sind dann die Aufkleber auf. Zum Beispiel, hier haben wir ganz normale Bildersteine. Also das übliche Spielprinzip, man sucht die Bildpaare. Bildpaar, 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 Bildpaar. Ein Bildpaar. Entgegengesetzt. Achso, der andere ist jeweils hier noch dabei. Genau. Das heißt, es gibt nur noch mal zwei Steine. Oder nee, gibt es keine zwei Steine. Das übliche Spielprinzip, man legt die Karten verdeckt hin. Man mischt die entsprechend. Jeder Spieler deckt zwei Karten auf. Sind sie identisch? Darf er sie behalten? Sind sie nicht identisch? Merkt er sich hoffentlich, wo sie liegen? Ich hab aufgepasst. Ja. Ah, genau. So, dann füllen wir das an. So. Natürlich sollte man erstmal ein bisschen mehr Steine bekleben, damit das Ganze auch richtig funktioniert und Spaß macht. Jetzt sind hier noch ein paar weitere Ideen drin. Zum Beispiel kann man, anstatt zwei gleiche Bilder zu nehmen, kann man Bilder nehmen, die zusammengehören. Zum Beispiel sagen wir mal, man nimmt jetzt Familienfotos, dann könnte man das Babyfoto, das gleiche Baby, aber zwei verschiedene Fotos vom gleichen Baby. Von Papa, Mama, Bruder, Schwester, Onkel und so weiter. Oder von Urlaubsbildern, der gleiche Urlaubsort, aber zwei verschiedene Bilder. Oder man macht ein Kinderlernspiel draus, indem man zum Beispiel eine Orange abbildet und den Buchstaben O als Anfangsbuchstaben oder das Wort Orange, um Wörter zu lernen und die Bilder zuzuordnen. Oder drei Orangen auf einem Bild und die Zahl 3 auf dem anderen, um zählen zu lernen. Oder dann haben wir hier zum Beispiel, könnte man Rechenaufgaben nehmen. Das heißt, man muss immer zwei Karten aufdecken, die die Aufgabe und das Ergebnis bilden. Man kann sogar so weit gehen, dass man die erst gar nicht aufdeckt, sondern die einfach hinlegt und das Kind die nur zuordnen muss. Beispielsweise. Hier ist eine Möglichkeit für Vokabeln lernen. Auf einer Seite chinesische Schriftzeichen, auf der anderen Seite die deutsche Variante und die Aussprache dazu. Das geht natürlich genauso für Englisch, Deutsch, wie auch immer. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Oder man kann alte Videospiele nehmen. Hier gibt sich dann die Idee, anstatt zwei Karten immer nur zu suchen, kann man auch Symbole machen, bei denen drei oder noch mehr Symbole zusammenpacken. Und wenn man die entsprechend zusammen aufdeckt, darf man eben mehr behalten. Man kann dann so viele Karten aufdecken, wie Symbole zusammenpassen, bis man eine aufdeckt, die nicht dazu passt. Wieder eine andere Spielvariante. Auf jeden Fall sind diese Aufkleber relativ leicht auch wieder abziehbar. Und es sind jede Menge Aufkleber dabei. Man kann also nicht nur ein Spiel bauen und ist dann damit festgelegt, sondern man kann, wenn man nach ein paar Monaten keine Lust mehr hat, die Aufkleber abziehen, neue Aufkleber drucken, ein anderes Spiel basteln.
Oder man kann sich auch beim Verlag die Aufkleber nachbestellen, wenn man noch mehr basteln will. Aber die beiliegenden reichen schon für ziemlich viel. Ein sehr interessantes Spiel. Man kann kreativ sein, man kann es verschenken. Und es geht wirklich sehr einfach. Jeder hat zu Hause einen Inkjet-Drucker meistens oder Laserdrucker. Es muss auch nicht unbedingt die Farbe beklebt werden. Als Lernspiel reicht auch Schwarz-Weiß. Sehr spannend, nur noch wenige Exemplare vorhanden. Erhältlich bei Amazon.de. Memos mit Z am Ende. Memos. Memos.